Hallo zusammen, heute mal Thema Urban Sketching, eine Beobachtung aus einem Café mit Tipps und Tricks aus unserem Buch Genial zeichnen Porträt. Und hier geht es auch schon los. Wir haben uns für einen Stift, einen grünen Filzstift entschieden, also nichts Besonderes, und versuchen damit das ganze Porträt aufzuzeichnen. Also Porträt ist übertrieben, bei Urban Sketching zeichnet man eigentlich kein richtiges Porträt. Bei Urban Sketching geht es darum, die Situation, die man beobachtet, schnell zu Papier zu bringen, das Ganze leicht und einfach auszuarbeiten und dann auf unterschiedliche Art und Weise das Ganze darstellen. Also wir haben sehr, sehr viele Zeichentechniken dafür. Einige findet ihr in unserer Playlist, Urban Sketching Playlist, auf unserem YouTube-Kanal, aber auch natürlich als Bücher. Da schaut am besten auf unserer Seite akademiehohe.de/buch. Dort findet ihr einige Bücher, in denen ihr diese Techniken findet, wie wir das umsetzen. Was macht das Ganze natürlich aus, ist die Schnelligkeit, wie vorhin erklärt. Das ist schon mal einmal wichtig, dass die Gesichter relativ vereinfacht dargestellt werden, dass man nicht zu lange sich mit Details aufhält. Und hier machen wir das Ganze ein bisschen vereinfacht dargestellt. So, dann wird die Brille noch ein bisschen ausgearbeitet. Und wie man sieht, also bei dem Stift, was gibt es da zu sagen? Das ist so eine Art Pinselstift. Mit dem lässt sich sehr, sehr einfach so dünne, aber auch kräftige Linien zeichnen. Und hier sieht man schon, in der Wirkung, wie so etwas aussehen kann. So, und auch mit einer dynamischen Linie werden dann zum Beispiel der Schal und die Details aufskizziert. Hier sieht man dann noch die weiteren Details einfach. So, hier die
Hand noch einmal aufskizziert. Also für so Schnellskizzen, Urban Sketch Skizzen, ist sowas eigentlich immer sehr gut, wenn man mit einem Pinselstift arbeitet. Das Ganze funktioniert natürlich auf allen möglichen Unterlagen, wo man sowas machen kann. Und hier sieht man, wie wir das Ganze auf diesem normalen weißen Blatt gemacht, aber mit einem kräftigen Druck wird der Pinselstrich zu einem kräftigen Strich und so einfach ein Urban Sketch. Figürliches Zeichnen funktioniert genauso. Wenn ihr gerne Menschen zeichnen lernen möchtet, Figuren zeichnen lernen möchtet, schaut auf unseren Kanälen, auf unseren Webseiten. Wir freuen uns. Bis dahin, alles Gute, euer Akademie-Wu-Team.